Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Koppelt und unser Thema heute: neue Sommeräpfel entstehen. Zunächst die Frage an Sie: Wann pflücken Sie im eigenen Garten am liebsten Äpfel? Traditionelle Gärtner, auch wir professionellen Gärtner, sind zunächst mal versucht zu sagen, ja, im Herbst Lageräpfel, die man lagern kann. Aber ist es wirklich so? Ist es nicht sehr viel attraktiver, jetzt im Sommer, Ende Juli, Anfang August, wir haben jetzt den 8. August, frische Äpfel aus dem eigenen Garten zu ernten und zu genießen? Erstens, um diese Jahreszeit geht man gerne in den Garten. Zweitens, um diese Jahreszeit hat man selber sicher keine Äpfel mehr vom letzten Jahr, so lange kann man sie nicht lagern. Und die Äpfel, die Sie im Supermarkt finden, die letztjährigen Äpfel, die aus Übersee importierten Äpfel, schmecken einfach nicht mehr. Und frische Äpfel aus den eigenen Obstgärten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es noch fast nicht auf dem Markt. Also was gibt es Besseres, als um diese Zeit eigene Äpfel aus dem eigenen Garten zu ernten? Aus diesem Grund haben wir ein eigenes Züchtungsprogramm gestartet, um Frühäpfel zu züchten. Wir haben eine Frühsorte genommen, wir haben die im großen Maßstab gekreuzt mit einer qualitativ sehr guten, resistenten, scharfresistenten und mildertoleranten Sorte, um bessere, qualitativ bessere Frühsorten Mitte Juli bis Mitte August zu erreichen. Und hier sind jetzt die Resultate. Das ist die Sorte 105. Wunderschön, pinkig gefärbt. Das ist jetzt eine etwas überreife Frucht, die wir bis jetzt am Baum gelassen haben. Die ersten 105 sind so um den 20. Juli herum bei uns reif. Wie schmeckt 105? Auch eine Überraschung eigentlich. Wow, bis jetzt am Baum ist noch sehr saftig und süß. Wenn sie am 20. Juni gepflückt worden wäre, wäre sie jetzt noch ein bisschen fester. Aber jetzt noch genug fest, hat Biss, knackig. 105 ist vor allem sehr süß. Erinnert im Geschmack und in der Textur an Gala, aber wie gesagt, 2 Monate früher reif. Mittlere Größe, wunderbare Färbung, großer Ertrag, gesunder Baum, mit großen, auffällig großen Blättern. Eine Sorte, die sicher in unseren Katalog kommen wird und die Sie in etwa 2 Jahren bei uns dann auch bestellen können. So lange geht es halt, bis wir eine Vermehrung von der Sorte aufgebaut haben. Ein spezielles auch für eine Frühsorte ist sie darum interessant, weil sie diesen Mostgeschmack, die viele Frühsorten haben, nicht haben und weil sie nicht säuerlich ist wie die meisten Frühsorten, sondern sehr süß. Die zweite Entdeckung aus diesem Züchtungsprogramm ist die Sorte 5806, etwas größer als 105. Auffällig sind die großen Lentizellen. Sie kann manchmal auch etwas Berostung haben, die aber sehr attraktiv, rustikal aussieht. Auch ein sehr schöner Apfel, rund gebaut. 5806 ist etwas später reif, ist ca. am 27. bis 30. Juli dieses Jahr reif gewesen. Wieder ein Apfel, den wir bis jetzt am Baum gelassen haben, bis zum 8. August, um ihn jetzt mal noch vollreif zu testen. Hat wieder sehr viel Zucker, hat aber auch Säure im Hintergrund, bekommt dadurch einen Körper, ein etwas volleres Aroma, einen volleren Geschmack. Die Textur ist etwas grobzelliger als bei 105, vielleicht auch ein bisschen angenehmer als bei 105, wirkt knackiger, wirkt saftiger. Ist aber durch die Säure im Hintergrund nicht ganz so auf der süßen Seite wie 105, eher auf der ausgeglichenen Seite, leicht noch auf der süßlichen Seite anzusiedeln. Ein zweiter Sortenkandidat wird sicher in unser Sortiment kommen. Wir haben dann eine ganz süße Sorte früh, Juli, August. Wir haben eine ausgeglichen, leicht süße Sorte Juli, August, nämlich diese 5806. Und wir sind jetzt noch in den nächsten Tagen auf der Suche nach einer säuerlichen Variante um diese Jahreszeit. Schauen Sie sich nochmals an, diesen schönen Apfel, den Sie dann in etwa 2 Jahren bei uns im Katalog, im Internet bestellen können und Sorten, die das Gartensortiment im frühen Bereich entscheidend bereichern werden. Noch was. Alle diese Sorten haben wir und viele andere in den letzten Jahren auch gegen Feuerbrand getestet. Und siehe da, gerade in dieser Kreuzung drin haben wir sehr viel Feuerbrandresistenz entdeckt
Und sowohl 105 als auch 5806 sind feuerbrandresistente Sorten. Also wenig empfindlich gegen Mehltau, kein Scharf und Resistenz gegen Feuerbrand. Was möchten Sie neben einem guten Geschmack mitten im Sommer, einem richtigen Esserlebnis mit Zucker, Saft und Geschmack noch mehr? Äpfel zum einfachen Garten zu kultivieren. Danke vielmals und wie immer bei gartenvideo.com. Glauben Sie nicht alles, was ich Ihnen erzähle? Sind Sie kritisch? Probieren Sie diese Sorten selber aus, schreiben Sie Ihre Kommentare und gärtnern Sie weiter.